Herzlich willkommen zurück in der antiken Welt von Rome 2. Der Araskes ist gerade am Start. Hallo. Ich habe hier mein Karthago besetzt. Eine Ja. Nahrungsmittelkrise nach wie vor, aber das wird bald vorbei sein. Das wird schon, das wird Ja, doch, schon. tatsächlich, das sollte diese Runde dann vorbeigehen. Ja. Ja, Ja. ich habe jetzt hier gerade das Problem, du siehst ja auch, also Lepidus geht hier ein bisschen in die Offensive. Das heißt Logisch. also, ich werde jetzt erstmal meine Nova Carthago Armee wieder im Gewaltmarsch nach Saguntum führen. Ja, Ist vielleicht das eine gute, verstehe. ist vielleicht wieder eine gute Idee. Vielleicht. So, das nennt ihr da Garnison. Ja, während in Tarraco die Flotte das irgendwie versuchen muss, dann zu halten. Das Gute ist, das Ding hat eine Stadtmauer, das heißt, es lässt sich zumindest gar nicht mal so schlecht verteidigen. Und dann wollte ich jetzt hier oben ja Toletum erobern. Und das werde ich jetzt genau in dieser Runde tun. Die Stadt ist sozusagen relativ wehrlos. Ja, das können wir mal automatisch laufen lassen, weil das sind 98%. Aha, ja. Der automatische Angriff sagt, 91% kommen durch, das ist völlig in Ordnung. Na dann. Hübsch, hübsch. Und da haben wir ihm wieder eine Stadt geklaut. Besetzen bitte. Und Toledo. Von 100 öffentliche Ordnung auf 0 in einer Runde, das ist nicht schlecht. Das muss man erstmal schaffen, meine Damen und Herren. Aber ich werde jetzt Mega. gleich ein Auditorium Applaus. bauen, damit sich das wieder hier ein bisschen erholen kann. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie wir das jetzt hier hinkriegen, weil mit ein bisschen Glück vertreiben wir ihn jetzt von der Iberischen Halbinsel. Er hat ja bloß noch die Provinz, ach nee, zwei hat er noch, Cordoba und Gades. Genau. Und dann geht's ihm richtig, richtig schlecht. Geht's ihm eigentlich auch jetzt schon? Ich glaube auch nach Tingis ist eine Fährverbindung, da müsstest du eigentlich einfach so übersetzen können. Hier ist ein Held. Kann ich mit dem irgendwas machen? Militärsabotage. Ach nee, das ist der Gen. Ach, guck mal an. Hä? Ist das ein General? Was, wo denn? Ist das hier ein Eigenständ. Das ist ein eigenständiger General, der hier rumsteht, ohne Wo Armee. denn? Wo Na hier denn? direkt, guck mal, da direkt die Grenze. Siehst du das hier bei mir? Bei Toletum, da ein bisschen südlich? Sind noch Ja. zwei so Typsis. Der rechte ist ein alleinstehender General. Ja, das ist die 8. Legion. Ich glaube, die hat auf die, die hat Kann mal ich. kassiert. Kann das sein? Irgendwie so, ne? Vielleicht kann ich da ja irgendwas Interessantes machen. Ach, ich probiere mal ein Attentat. Mal schauen. Wo kommt dein Onkel? Ach, die Troller ist es. Feind verwundet, na immerhin. Ich habe mich darum gekümmert. Das ist schön. Damit fällt er jetzt für eine Runde aus und wird jetzt dann wieder respawned in der Hauptstadt. Und die. Tatsächlich. Oh ja, meine Spionin hat Level 2 erreicht. Wo, was ist eigentlich aktuell die Hauptstadt? Von ihm? Ja, nachdem Karthago jetzt gefallen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Tingis oder Cordoba jetzt in den Genuss des Hauptstadttitels gekommen sind, weil ich glaube hier im Osten, Das, ja. also in Nordafrika, wo ich jetzt Doch, stehe. doch, da, Hadrumetum, das hat den Stern an der Seite. Ach, tatsächlich. Hadrumetum ist also die nächste Hauptstadt geworden. Ist ja ein bisschen Ach, erbärmlich, und guck oder? mal, da schiebt sich eine Armee direkt nach Karthago. Oh, das wird Ja. lustig, wir werden bald Karthago verteidigen müssen. Juhu! Okay, ich gebe mal an dich ab. Das lieb von dir. So, und während einen noch, ich kann noch nicht an dich abgeben, ich muss mich noch um einen Charakter kümmern. Nämlich ein General, der General, der Toletum erobert hat, hier so fleißig, der muss natürlich jetzt noch gepriesen werden. Der wird mal direkt Und General. Ohrfeigen kassieren. Oh, Feige. Oh, kassieren Sie Feigen. So. Und während du jetzt dran bist, werde ich jetzt mal wieder ein klein bisschen klugscheißen, weil. Seuche in Syrakus. Ach, das hat man doch schon. Wunderbar. Denn wir haben uns beide ein bisschen dazu belesen, zu der Situation, was hier also passiert ist. Also im Prinzip ist es so, dass nach dem Tod Caesars das Gebiet im zweiten Triumvirat aufgeteilt worden ist. Und das bestand, hat man schon gesagt, aus Octavian, aus Antonius, der mit Octavians Schwester Octavia verheiratet gewesen ist, und Lepidus. Und bereits nach kürzester Zeit war also Lepidus der Erste, der hier sozusagen dagegen aufbegehrt hat und der relativ schnell entmachtet worden ist. Das heißt also, wir sind sogar im Spielfluss her gar nicht mal so schlecht dabei, ja. Wenn man mal davon absieht, dass wir 36 vor Christus haben wir schon ganz schön ordentlich was hier erobert. Und das weiterführende Problem wurde eben dahingehend, weil ja Antonius eigentlich mit Octavia verheiratet war, aber sein Techtelmechtel mit der Cleo weiter am Laufen hatte, war das natürlich eine öffentliche Brüskierung für Octavius,
der mittlerweile ziemlich stark gewesen ist. Man muss vielleicht noch dazu sagen, was die Machtverteilung der Gebiete betrifft, die stimmt nicht so ganz, wie sie ja dargestellt ist. Nämlich den Gesamtitalien wurde von allen dreien zusammen kontrolliert und Octavius hatte eigentlich bloß den Bereich Gallien inne, aber egal. Jedenfalls war es also eine öffentliche Brüskierung. Ja, ist ja klar. Nicht frech. Wahr? Frech, frech. Und daraufhin hatte man natürlich einen Kriegsgrund. Schöne Sache, ne? Schön. Also gibt nichts Besseres. Ne, also als Kriegsgrund. Genau, also bleib hübsch treu. Sowieso. Üb Redlichkeit und bleib hübsch treu und warte, bis ich wiederkomme. So ging der Spruch zwar nie, aber du weißt schon. Ja. Genau. Schöne Geschichte. So, ging natürlich nicht gut aus für Lepidus und Antonius. Das könnte man so sehen, ne? Nur, was ich sagen muss, über den Charakter, den du spielst, muss ich mich nochmal genauer informieren. Na, da kann ich dir gar nicht so viel dazu sagen. Also, ist ein Nachfolger von Pompeius, der ja... Magnus. Genau, der ja Cäsars Hauptwidersacher war, so ein bisschen, könnte man ja sagen. Und ist durch die... Naja, durch die Folge der Auseinandersetzung mit Cäsar und aufgrund der Tatsache, dass er dann auch keinen guten Ruf mehr hatte, vertrieben worden und ist dann nach Sizilien gegangen und hat Sizilien auch mehr oder weniger tatsächlich beherrscht. Das kann aber, ja, sehen wir weiter, das kann aber eigentlich nie sein. Ja, doch, ungefähr so. Weil Pompeius eigentlich in Ägypten enthauptet worden ist. Na, nicht der Pompeius Magnus, sondern sein Sohn, den ich jetzt sozusagen hier... Ach, okay. Ich glaube, Sextus Pompeius heißt er. Ja, okay, ich verstehe. Der hat Sizilien unter seine Herrschaft gebracht. Und zur Zeit, oder kurz vor dem zweiten Triumvirat, bevor das eingesetzt wurde, hat er auch Sizilien und Korsika bekommen, Sizilien hier, Sardinien und Korsika unter Kontrolle bekommen. Ah, okay. Und als dann das zweite Triumvirat gegründet wurde, wurde allerdings, und das ist ja auch nicht ganz akkurat dargestellt, aber sonst wäre es schon tüchtig unfair, Sardinien und Korsika Octavian zugeschlagen. Ah, okay. Weil das hätte mich jetzt, das wäre die nächste Frage gewesen, für wen wäre, ist er denn jetzt nun gewesen, da er nun nicht im Triumvirat dabei war? Naja, das nicht, aber wie gesagt, also Sardinien und Korsika wurden dann vom Senat an Octavian geschlagen und daraufhin gab es dann eine Blockade der Nahrungsmitteltransportrouten, woraufhin dann der Senat mit Octavian an der Spitze dann auch, oder das Triumvirat auch, Truppen geschickt haben. Die haben zwar die Blockade beenden können, den eigentlichen Angriff auf Sizilien hat allerdings die pompeische Flotte abweisen können. Und mehr kann ich jetzt allerdings auch nicht sagen. Ne? Also, so, wunderbar, an dieser Stelle beenden wir klug geschissen. Aber hallo. Aber ist natürlich wahnsinnig interessant, also muss man wirklich mal sagen. Man muss auch dazu sagen, vielleicht will ich es auch kurz zeigen, gibt hier oben links so eine kleine lustige Schaltfläche, die nennt sich Enzyklopädie. Ja, warte, wo ist er? Die Total War Enzyklopädie, genau. Genau. Schließ sie mal auf. Und in dieser Enzyklopädie kann man über immer alles Mögliche nachlesen. Zum einen, was spielrelevant ist für jede Einheit, zum Beispiel die Werte für eine Legionärseinheit oder für eine Astati-Einheit. Man kann aber auch, man erfährt auch geschichtliche Hintergründe zu den einzelnen Einheiten, was das überhaupt war, ob das Bürger waren oder Freiwillige oder nicht so. Und man erfährt auch was zu den einzelnen Fraktionen, die man hier spielen kann, zu den einzelnen Ländereien, Städten und so weiter und so fort. Ganz ja. Nettes Feature. Tolles Feature, haben sie sich schön ausgedacht, muss ich sagen. So, ich glaube, es wird jetzt Zeit. Gucken wir mal, guckst du mal mit hier, ja, an die Küste. Wie machen wir denn jetzt weiter? Also es wäre vielleicht doch nicht so schlecht. Ich hatte ja schon die Idee gehabt, in Tarraco noch einen weiteren General auszuheben. Also da bin ich nicht so sicher, ob sich das lohnt. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt einen Vorschlag, also die eine Möglichkeit wäre, dass du versuchst mit der Einheit hier die siebte Legion des Feindes zu stellen. Und mit der Einheit versuchst du hier die erste Legion zu stellen. Das Problem ist, dann ist Saguntum offen. Ja, das ist wahr. Gut, ich meine, aber hier waren doch bloß in der Minerva, waren doch gar nicht so schwere Truppen drin, oder? Schwere Truppen sind es nicht. Ein paar Söldnereinheiten sind halt drin, die wehtun können. Warte, ich ansonsten ist das fast nur Vigilis und Levis. Aber Levis in der Masse. Ich komme allerdings nicht. Ja, ich komme nicht bis zu seiner ersten Legion, wenn ich im Normalmarsch hinlaufe. Und kriege ich den hier, kriege ich die siebte Legion im Normalmarsch. Kriege ich auch nicht weg im Normalmarsch. Ja, dann warten wir noch eine Runde ab, was er veranstaltet, würde ich vorschlagen. Würde ich vielleicht auch sagen. Ich kann ja mal mit der Spionin hier ein paar kleine Aktionen machen. Ansonsten kannst du in Tarraco Truppen rekrutieren, ordentliche. Also jetzt keine Vigiles, sondern vernünftige. Ich glaube nicht, weil ich in Tarraco nämlich keinerlei Dings habe. Und in Massilia? Hast du dort irgendwelche?
Militärgebäude? In Massilia, ja, aber das ist ja noch relativ weit weg. Naja, bloß dann könntest du von dort oben mindestens eine Legion heranführen, weil ich weiß nicht, was der mit seiner ersten Legion vorhat. Wenn der Tarraco nicht angreift, wird er entweder dort in der Provinz stehen bleiben, plündern und dafür sorgen, dass du hier in der öffentlichen Ordnung Probleme bekommst. Oder er marschiert fort und da würde für dich dann, wäre dann Narbo das nächste. Und da hast naja, du in Narbo habe ich auf jeden Fall schon eine Manipelkaserne, also da könnte ich vielleicht gleich doch den General reinstellen. Da wäre ich ein Stückchen näher dran. Ich muss natürlich mal gucken, dass ich jetzt vielleicht doch eher auf Generäle meiner... Ich glaube, die sind alle schon im Feld, wenn ich mich richtig erinnere. Der Agrippa dürfte im Feld sein und der Scaevola auch. Der hat die Grippe, ja. Flarus Varus, Metellus, Mergus. Ja, na gut, dann kann ich bloß... Na, ich habe meine auch alle im Feld. Also okay. Ich habe auch keine... so, beritten. Was können wir denn jetzt hier so Einheiten rekrutieren? Ja, na prima, sogar erste Kohorte, ich wäre verrückt. Ich werde gleich nicht verrückt. Das geht mir bloß das Geld aus. Also ich muss jetzt ganz dringend auch versuchen, irgendwie die die Söldnertruppen, die jetzt in Toledo stehen, aufzulösen, weil die mich wahnsinnig viel Geld kosten. Na klar, ja, das solltest du machen. Oh ja. Allerdings ist natürlich dann, wenn die Söldner dort weg sind, ja, dann löst zumindest mal die balearischen Söldnersteinschleuderer auf. Ja. Aber die Scutari würde ich erstmal noch beibehalten. Ja, auf also jeden Fall. Nichts Schlagkräftiges auf Armee. Jeden Fall. Auf jeden, Junge. Auf so, jeden. Dann würde ich jetzt hier erstmal gar nicht viel weiter rücken, weil Nova Cartago kann sich erstmal noch selber verteidigen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm, was du so behauptest, aber gut. Okay, und dann, ja, hier oben. Gut, Winter ist natürlich immer schlecht für die Moral, aber hier oben in Bibracte und so könnte es auch bald so die ersten kleinen Problemchen geben. Ich muss mal hier so ein bisschen... Das Gute ist, das hast du jetzt gar nicht mitbekommen, die Frisii hier im Norden, die haben mir jetzt gerade einen Friedensvertrag erklärt. Na, ist doch schön. Den Frieden erklärt, das heißt also dort oben habe ich jetzt erstmal keinen Druck. Ist natürlich die Frage, wie lange. Da kann ich doch hier vielleicht noch, genau, einmal Velites mit dazu packen. So, ich gebe ab. Das ist fantastisch. Nicht wahr? Verschleißbericht. Ja, das war die letzte Runde mit Verschleiß, meine lieben Freunde. Denn mein Nahrungsmittel-Nachschub ist mehr als gesichert. Na guck mal an. Und in Arigentum haben wir jetzt auch eine Seuche. Das ist ja schön. Ja, schämt euch alle miteinander. Alle miteinander, nur dass ihr es wisst. In Arigentum. Kannst du eine kleine Mafia-Organisation dort aufbauen? Naja, klar. Habe ich ja bestimmt schon da. Hab ich bestimmt schon da. So, Haushalt erweitert sich, gezinkte ja. Würfel. Plus siehst du mal? 2% Moral für alle Einheiten. Siehst du mal, da haben wir es doch schon. Wenig, so. Schon wieder, bemerkenswert. Zahlen bitte. Ich darf dann auf jeden Fall nicht vergessen, in der nächsten Runde endlich den verfluchten Provinzerlass zu erlassen, den ich noch übrig habe. Müsstest du da nicht eine Nachricht bekommen, dass du noch einen offen hast? Ich weiß es auch nicht, aber ich habe glaube ich keinen Oder warte mal. Oder kommt das hier erst noch? Egal, wir müssen mal, ich muss mal in der nächsten Runde gucken. Wenn ich wieder dran bin, ich weiß es gerade auch nicht. Vergift jetzt erstmal die feindliche dritte Legion. Oh, das gucken wir uns natürlich an. Oh, hast du geschafft direkt oder nur verwundet? Ja, er ist verwundet. Verwundet. Ich kümmere mich bei weh, ich bin verwundet. Ich kümmere mich bei weh. Aber ich könnte natürlich das Vergiften überhaupt mal einsetzen als Militärsabotage, nicht als Attentat. Ja. Das würde natürlich dazu führen, dass der ganze Trupp. Dass der ganze Trupp Schaden nimmt und zwar recht massiv. Ne? Mhm. Allerdings ist er in seiner Heimatbasis, da hat er die eventuellen Problemstrukturen. Also du müsstest dann natürlich danach direkt angreifen. Das wäre der Witz dran. Weißt also du? Du müsstest den schädigen und direkt in der nächsten Runde angreifen, weil dann hat er den Schaden noch für eine Runde. Ich muss gar nichts. Ne? Das kannst du dir schon immer merken. Ja, sagt er jetzt, weil er in Karthago sitzt, weißt du? Nee, ich versuche gerade hier mal noch eine neue Legion ranzuzüchten. Mach das. Das sind nämlich alle Soldaten aus der Retorte, um dann hier von Karthago aus weiter vorwärts zu gehen. Jo, mach das. Runde beenden. Problem ist natürlich an diesen Attentaten, gut, die kosten nur 300 bis 400 Münzen etwa, also das ist nichts. Ja, aber es ist trotzdem schon eine ganze Menge. Das ist, ne? Also das ist ein Viertel von dem, was ich pro Runde bekomme. Naja, ich kriege es aktuell ja auch nicht viel. Was kriegst du denn? Oh! Was macht er denn? Da ist die zweite Legion, glaube ich.
So, müssen wir uns mal angucken. Ich habe das gerade nicht richtig gesehen. Aber anscheinend kein Angriff. Das ist gerade nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube, er hält aber auf Tarako zu. So. Es ist an der Zeit, dass sich gerechte und stolze Männer zusammen. Was hat denn Galatien für Tja, Galatien möchte einen Nicht-Angriffspakt, ist ein Feind von, erklärter Feind von Lepidus und ein Klientelkönigtum von Antonius. Wo liegt denn dieses ominöse Galatien? Das liegt rechts neben der Provinz Asia. Echt jetzt? No. Ein Stück weg, hä? Ich kann ja mal ein Gegenangebot machen, vielleicht gibt er mir dafür Geld. Warte mal, mal gucken. Gucken wir mal, ob er dafür bereit ist. Nee, ach, ja. Niedrig, warte mal. Ankara, Iconium, Siede. Noch 1000 würde er mir vielleicht noch zahlen, noch mal gucken. Naja, 310 von mir aus. Erpresst er die Türken hier um Geld. Du, ich sag mal so, es gibt ja keinen Vertrag, den man hinterher nicht brechen könnte. Da können ja viele Völker was drüber erzählen. Mhm. Weißt du? Na klar. So, ein Handelsabkommen mit den Thrakern. Zwischen unseren Landen würde uns allen Wohlstand bringen. Da zahlen sie mir sogar noch Geld, dass ich mit denen handel. So muss sein. Weißt du? Selber schuld. Von nichts kommt ja nichts. Selber schuld, sag ich dann. Hey, ich habe die besten Produkte. Ja. Ja. Handelsabkommen mit den Belgern aufgelöst, weil die Belgier nämlich keine Stadt mehr haben. So, was haben wir jetzt hier? Adoption. Ja, ich wollte gerade sagen. Scevola. Scevola wünscht, adoptiert zu werden. Na, warum nicht? Ach nein, doch, eine Familie wünscht, einen eurer Charaktere zu adoptieren. Nein, die wollen mir Scevola wegnehmen. Ach so, das ist ja frech. Oh, das kann ich nur verhindern, indem ich 1100 aus der Kasse und einen Senator an Einfluss verliere. Aber das muss ich verhindern. Das muss ich wirklich verhindern. Zwar steigt diese Bürgerkriegssparte hier noch nicht so an, aber wissen ja nicht, was hier passiert. Eigentlich sind wir ja schon de facto im Bürgerkrieg, weißt du? Ja, aber innerhalb deines Bürgerreichtums hast du halt noch keinen Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg. Das wäre dann sozusagen, yo Dog, ich habe gehört, dass du Bürgerkrieg magst, also haben wir im Bürgerkrieg in deiner Fraktion einen Bürgerkrieg gestartet. Genau. Ich überlege jetzt gerade, ob ich von Toledo mal nach Cordoba gehe. Oder ob ich dort erstmal bleibe, wo ich jetzt bin. Tja. Die Frage ist halt, kann er dich momentan in Toledum bedrohen? Eigentlich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Die Legio 7, bis die da oben ist, da ist ja dreimal rein. Und ich müsste ihm sowieso entgegenkommen, weil ich über den südlichen Weg gehen muss. Ja, dann bitteschön. Dann würde ich da losmachen. Gucken wir uns mal, was hier unten so ist. Spionieren wir mal ein bisschen vor mit der Spionin. Spionieren wir mit der Spionin ein bisschen vor. Ach, du bist ja... Oh, das sieht gut aus. Ja, nix ist da. Guck die mal. Die Stadt liegt ja offen wie ein... Herrlich. Wie ein, also... Herrlich. Wie so Sachen, die halt offen sind, ne? Herrlich. So. Die könnten... Es kann natürlich jetzt auch sein, dass der mit seiner Legio Minerva und seiner ersten Legion hier oben, wo auch relativ viele Legionäre drin sind, jetzt Tarako angreifen wird. Davon gehe ich aus. Aber kannst du es verhindern? Ich glaube nicht. Weiß es nicht. Ich könnte natürlich mit meiner Armee jetzt hinlaufen. Das würde ich ohne Problem schaffen. Ja, ich sehe schon. Aber dann kann er natürlich mit seiner Armee nach Saguntum gehen. Ich glaube nicht, dass er mit der Legio 1 das erreicht. Also mit der Legio 1 nicht, aber da könnte mit der Legio 7 dann nach Saguntum marschieren. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, was da drin ist. Die Legio 7? Ja. Wo nimmst du die jetzt her? Na, das ist die, die vor Nova Carthago steht. Die könnte doch klappen, dass die bis hinkommt. Weil von Karthago rede ich gerade. Nee, Karthago mache ich mir kein Problem. Das, was dort drin ist, das halten die in der Stadt locker auf. Nee, es geht hier oben um die Legio 2. Naja, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube nicht, dass er bis hinkommt, bis Saguntum. Na, es ist halt jetzt die Frage, was er macht. Ich werde vielleicht mal meine Einheiten nach Tarako ziehen, also die große Armee. Und wenn er jetzt mal angenommen, er läuft nach Saguntum. Da ist zwar nicht viel zur Verteidigung, aber dann liefern wir uns dort ein Abnutzungsgefecht mit ihm. Irgendwie, sodass wir dann von Tarako wieder nach Saguntum gehen und ihn dann dort wieder raustreiben. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja, oder du nutzt deine Legionäre, die in der Flotte sind. Ist natürlich bloß jedes Mal 120 bzw. 60 Mann. Naja, Ja. Müsste man halt überlegen, ob man das nutzen kann, dass man jetzt vielleicht die Chance wahrnimmt, dass man ihn nach Tarako lockt. Aber es ist natürlich ordentlich was drin, was er dort... Das ist wahr.
Aber es sind halt vor allem leichte Einheiten. Also gerade die Legio 2 zumindest, von der weiß ich es ja. Wenn er die nicht noch irgendwie verstärkt hat, das glaube ich aber fast nicht. Wir könnten natürlich auch was ganz anderes machen. Genau. Wir könnten mal zu Potte kommen. Nein, na, warte mal. Ich könnte aus Saguntum mit der Flotte in Richtung der Legio 2 fahren, aufs Meer, und gleichzeitig dann mit der Flotte aus Tarraco angreifen. Du, wenn du mit der Legio 3 aufs Wasser gehst, ne? Um die Flotte Legio 2 zu bedrohen, dann wirst du allerdings feststellen, dass du dann mit Transportbooten dort antrittst. Ne? Also das. Na, was wird denn der dort haben? Na, auch bis Transportboote, ist schon klar, aber halt ein Transportschiff, ne? Okay. Die kommt nicht auf Tempo und für einen Rammangriff sind die, glaube ich, auch nicht gut. Okay, die Frage ist also, was ich hier machen werde, es dauert leider an dieser Stelle ein bisschen und wir müssen an dieser Stelle mal eine Pause machen, um unsere Strategie weiterhin besprechen zu können. Die Folgenzeit ist auch rum. Ich würde sagen, wir bleiben so, wie wir sind und sehen, ob der Tarraco angreift. Und wenn ja, liefern wir ihm dort ein hübsches kleines Gefecht. Partei. Genau, aber das alles dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Es wird kein Verdun. Genau, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.